Heute geht's um alte Männer und Waffen und alte Maschinen und tödliche Maschinen und Geburtstage. Und ein Teil von uns ist auf der Comic-Con dieses Jahr, haben wir gerade erfahren. Mehr dazu später. Der Kinocast. So, hallo, ihr beiden, Kate und Chris. Guten Morgen. Hallo. So, wir sind's wieder, euer Lieblings-Kino-Sneak-Podcast. Und wir starten auch gleich mal rein, denn wir haben da ein paar Filme für euch vorbereitet. In das Sneak- guten Morgen, Erik. Ja, guten Morgen auch. Ja. Guten Morgen. Hallo. Ja, es ist früher Morgen, ich habe hier auch einen Kaffee. Ja, ich bin der Chris, wollte ich kurz sagen. Ah, ist noch heiß. Ist die Kate auch da? Hallo Kate? Ja, aber natürlich bin ich da. Hallo. Ja. Okay, Erik, dann haben wir uns vorgestellt, können wir loslegen. Kennen uns alle, die Hörer. Ja, wir hatten in der Sneak Preview den Film Ein Gauner und Gentleman mit Robert Redford in wieder mal seiner letzten Rolle. Denn er hatte schon ein paar Mal gesagt, dass er aufhört, und er hat jetzt doch wieder losgelegt und in einem Film mitgespielt, in dem er einen alternden Gauner spielt, der immer mal mit seiner Truppe zusammen Banken überfällt. Und ja, das ist eigentlich schon so die ganze Geschichte, denn das meandert dann so ein bisschen vor sich hin. Das Ganze ist gedreht von David Lowery, der zuletzt Ghost Story gedreht hatte. Ich weiß nicht, ob er den zuletzt gedreht hatte, aber den habe ich zumindest zuletzt hier mal im Kinocast erwähnt, weil ich den geschaut hatte. Und da spielt Casey Affleck mit, der hier in dem neuen Film auch mitspielt. Und ja, wir erleben, wie basierend auf einer wahren Geschichte, wie Robert Redford sich so durchs Leben schlägt, mit einer sehr charmanten Art und Weise Banken überfällt. Also er ist ja nun auch nicht mehr der Jüngste und geht dann so an den Schalter rein und sagt, ja, ich überfalle jetzt ihre Bank, und öffne dann so ein bisschen das Revers seines Jacketts, und man sieht dann wohl eine Waffe. Und die Kassiererinnen, die sind aber dann trotzdem durch die charmante Art sehr zugetan, und oder auch selbst mal der eine Bankchef lässt sich da durchaus einlullen von ihm, und ja, so dass er eine relativ erfolgreiche Serie von Bankrauben hinter sich bringen kann. Und er hat auch noch ein paar Komplizen, die mit im Boot sind. Den einen könnte man kennen, der hat, glaube ich, den Typ gespielt, der sagt, ich bin zu alt für diese Scheiße bei Danny Glover. Little Weapon, genau. Danny Glover, ja. Ja. Den anderen, das war der eine Sänger hier, ach, warte mal, wo habe ich denn jetzt mal die Liste hier? Neil Young war das, glaube ich, ne? Tom Waits, okay. Tom Waits, genau. Wen hast du jetzt gesagt? Ich habe Neil Young gesagt. Neil Young. Ja. Die sind so seine Komplizen und Kumpanen, mit denen er zusammen das durchgeht. Dann machen sie ein großes Ding, und ja, dann gehen die erstmal wieder so ein bisschen auseinander, und Robert Redford fängt an, weil er so eine Frau kennengelernt hat, gespielt von Sissy Spacek. Ja, der hat er auch relativ am Anfang ehrlich gesagt, was er macht, aber sie hat ihm natürlich kein Wort geglaubt, und ja, dann stellt sie dann nach und nach fest, oh, das ist vielleicht doch was Wahres dran, und ja, und mit der lässt er sich dann erstmal ein bisschen ein in dieser Pause, wo die sich verstecken müssen nach diesem großen Ding, und er kann es dann aber nicht lassen und fängt dann doch immer wieder mit ein paar Sachen an. Oder? So kann man das mehr oder weniger... Das war so ziemlich gut zusammengefasst, viel, ja. Viel Story war ja jetzt nicht in dem Film. Nee, es war der Film war einfach von vorne bis hinten charmant, ohne Tiefpunkt, ohne Höhepunkt, ohne... Mhm. Ja, es war halt wie ein sanft dahin plätschernder Bach im Wald. Auch der hat nämlich seinen ganz eigenen Charme, so auch dieser Film. So hätte ich es jetzt mal verglichen. Ist auch nicht direkt so ein Heist-Movie, wie man so kennt. Also es wird jetzt nicht sehr viel Aufwand betrieben, um irgendwas auszubaldoren. Wir sehen dann zwar mal so ein paar Szenen, wo sie mal... Aber ich frage mich, ob die das in der Wirklichkeit so gemacht hätten. Also die stellen sich auf das gegenüberliegende Haus von der Bank, oben aufs Dach mit Ferngläsern, und beobachten den ganzen Tag die Bank. Also, bei aller Liebe, ey, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist, ja gut, aber du musst ja auch überlegen, wann das gespielt hat. Ja, aber hey, wenn du irgendwo arbeitest und du siehst, gegenüber auf dem Dach steht die ganze Zeit einer mit einem Fernglas, da kannst du halt irgendwas aufschreiben. Ja, ich weiß aber, nicht. Ja, ich gebe dir recht, das war so ein bisschen auch was, wo ich
überlegt habe. Im Original heißt der Film übrigens The Old Man and the Gun. Weil durch die charmante überfallartige Art von Robert Redford wissen manche gar nicht mehr, ob er überhaupt eine Waffe hatte oder nicht. Manche sagen es, er hätte eine Waffe, und am Anfang wird das auch bewusst so im Unklaren gelassen, ob er überhaupt eine hatte. Aber man erfährt dann wohl mit seiner Vorgeschichte, die er hat, dass er wohl doch auch schon mal, oder man weiß es eigentlich nicht, ne? Weil sein Auto war ein bisschen in die Jahre gekommen und hat dann manchmal so Fehlzündungen gehabt, dass dann die Polizisten irgendwie auf ihn geschossen haben, weil sie gedacht haben, er hätte auf sie gefeuert. Dabei war das der Auspuff, oder war es vielleicht doch nicht, wer weiß es nicht. Es war der Auspuff, immer. Ja. Es kommt ja auch öfters dann sogar in Großaufnahme, deswegen. Ja. Um ganz kurz auf Tom Waits zurückzukommen. weißt du, wo der auch noch mitgespielt hat? Nee, habe ich jetzt nicht. Der hat mitgespielt unter anderem bei Seven Psychos. Dann The Book of Eli hat er mitgespielt, Das Kabinett des Dr. Paranassus und, was ich jetzt gerade wirklich, was mir auch gerade wieder, als ich es dann gelesen habe, wie Schuppen von den Augen fiel, The Ballad of Buster Scruggs. Ah, habe ich noch nicht gesehen. Kate, daher kennst du ihn auch. Da hat er den Goldgräber gespielt, den alten. Ah, okay. Die anderen Filme, die du genannt hast, waren allesamt besser als der, den wir jetzt hier gerade hatten. Ja. Es ist halt eine Robert Redford-Show die ganze Zeit. Also wir sehen ihn, wie er immer noch richtig gut schauspielern kann, und auch Sissy Spacek und Casey Affleck mag ich ja sowieso. Der spielt den Polizisten, ja genau, ist ein einfacher Polizist, ja nicht FBI oder so. Genau, der spielt den Polizisten, der zuerst aufdeckt, dass da vielleicht eine Serie dahinter steckt und eben nicht nur punktuelle Banküberfälle, denn das spielt ja in den 80er, ne? Anfang 80er. Ja. Und da waren wir noch nicht so weit mit Vernetzung und dass da die alle gesehen haben, was da in anderen Bundesstaaten so abgeht, und er bringt dann so die entscheidenden Fäden mal zusammen. Und er hat so eine coole stoische Art, wie er damit umgeht, und irgendwie ist ihm alles da egal, und irgendwie er hat zwar schon ein bisschen Interesse dran, da den Ding festzumachen, und arbeitet sich da auch rein, aber hat irgendwie so eine ganz eigene Art, fand ich irgendwie gut. Und nachdem ich ihn zuletzt in dem Film da gesehen habe, Ghost Story, der völlig abgefahren war und der mich aber trotz seiner Langsamkeit aber die ganze Zeit irgendwie in den Bann gezogen hat, hat es der Film mir leider nicht geschafft. Also da fehlt wirklich so das entscheidende Ding, wo man sagt, oh, jetzt wird's aber bedrohlich, jetzt wird's spannend oder so, oder oh, jetzt haben die das geplant so und so, mal gucken, ob das aufgeht. Nee, das war halt alles nicht. Also diese typischen Elemente, die man in diesem Genre erwartet, die kamen halt einfach nicht. Die funktioniert haben, auch in zig anderen Filmen, fand ich. Also es wäre jetzt nicht nur eine Kopie gewesen oder eine erneute Darbietung, sondern man macht ja nicht umsonst einen Bankraubfilm, sondern man macht ihn ja deswegen, weil am Anfang wird halt irgendwas geplant, da wird geguckt, wie geht das auf, und dann geht ja ein bisschen was schief, meistens läuft ja nicht alles super glatt. Und dann wird der Bankraub eben ausgeführt und guckt, wie damit umgegangen wird. Und das war halt hier alles nicht. Es war halt nur so ein Romantikdrama. Es hatte eigentlich weniger damit zu tun, dass da Banken überfallen werden. Nur am Rande. Aber wie du schon gesagt hast, auch ich glaube, das war Sinn dieses Films, weil der wollte niemandem wehtun. Ja, so ein Flugzeugfilm, denke ich mir. Den kannst du im Flugzeugkino ohne Probleme zeigen. Oder in diesen Sommerkinos oder in diesen Seniorenkinos. Gibt es ja auch manchmal so Veranstaltungen. Da funktioniert, denke ich mal, super. Ich habe übrigens noch einen kleinen Fun-Fact. Oh, schieß los. Das spielt ja in den Anfang der 1980er Jahre. Und du hast ja vorher schon gesagt, hier mit diesem Überfall auf diese Geldtransporter und alles. Ja? Diese Geldtransporter in dieser Form gab es erst ab 1991. Die in diesen gepanzerten Wagen da? Ja. Oder? Ja. Das gab es vorher noch gar nicht. Ach, in der Form. Aber mir fällt gerade auch noch was ein, was ich schön fand, in Anführungszeichen, war, weil ich nicht direkt weiß, wie ich es benennen soll. Ich fand es interessant, so vom Filmischen her, dass das offensichtlich mal nicht digital gedreht worden ist. Also wir haben ja die üblichen Filme, die wir sehen, die sind so digital gedreht, aber hier hat man schon so eine deutliche Körnung gesehen. Also das ist bestimmt auf normalen Filmmaterial gedreht worden, wie ja auch Ghost Story, da fand ich das ja auch. Und da hat es aber eher so creepy gewirkt, weil das alles so ein bisschen unruhig war, das Bild.
Und hier wirkt es halt so richtig schön oldschoolig. Ne? Es passt auch irgendwie voll in die Zeit und das fand ich angenehm. Und auch den Soundtrack fand ich cool. Auf den wollte ich gerade noch zu sprechen kommen. Den fand ich nämlich auch cool, den Soundtrack. Der hat mir auch, das war ganz arg viel Jazz, also sehr, sehr, sehr jazzlastig und einfach auch da, das hat auch niemandem wehgetan. Der Film hat niemandem wehgetan. Hat gepasst zum Film. Das war jetzt nicht irgendwie, aber sonst, nee, ich weiß nicht. Mir hat so das entscheidende Drama, vielleicht gab die Story das nicht her von dem tatsächlichen Bankräuber, dass da irgendwo ein richtig dramatisches, was ich mir nicht denken kann, weil in so einer Geschichte kann man immer irgendwas. Der ist ja, der Original ist ja im 17. Mal ausgebrochen aus dem Gefängnis, unter anderem von Alcatraz. Also. Vielleicht hätte man eher sowas noch mit verfilmen sollen, als hier so wie der alternde Herr da in die Bank geht, sagt Geld her und geht mit Geld raus oder so. Ja, gut. Aber was wissen wir schon vom Filme machen? Guck gerade mal, was hier. Ah, genau. Hier bei uns in der Metropol-Sneak-Gruppe habe ich geschrieben: gut gespielt, aber belanglos und ohne Spannungsbogen. Ja, kann ich noch dazu stehen, habe ich am direkt nach der Sneak geschrieben. Und ich gebe 5 Punkte, denn das ist für mich so ein Film. Ich habe schon wieder fast vergessen gehabt, worum es da überhaupt so richtig ging. Ich wusste nur noch, ja, Robert Redford überfällt Banken und Sissy Spacek war da irgendwie noch. Den Rest musste ich mir wieder anlesen. Das ist kein gutes Zeichen, wenn ich schon nach nicht mal einer Woche mir schon völlig entfallen ist. So ungefähr geht es mir mit The Mule, von der ungefähr eine ähnliche Kerbe schlägt. Ja, aber The Mule war gut. Ja, aber ich kann mich kaum noch an irgendwas erinnern. Ich weiß nur noch, Clint Eastwood transportiert Drogen. Fährt von links nach rechts. Ich habe ihm übrigens 6 Punkte gegeben, dem Film. Okay. Weil ich auch bei 5 war, aber ich gedacht habe, ja, es plätschert halt dahin. Aber dann hat der Soundtrack einfach, auch wenn er jetzt nicht überragend war, mir hat es einfach gefallen, dass das so sehr, sehr stimmig war und deswegen habe ich ihm 6 Punkte noch gegeben. Und weil es halt wirklich charmant gespielt war. Ich empfehle den Film übrigens nicht weiter. Ich habe traurig gestimmt. Okay, ich habe ihn empfohlen, weiter empfohlen. weil ich halt echt sagen muss, du kriegst in dem Fall wirklich, was draufsteht. Da steht drauf, ein Gauner und Gentleman und das kriegst du, aber du kriegst nicht irgendwie was weiß ich, groß mehr. Aber auch nicht eine Gun, die Gun kriegst du nicht so oft. Ja, aber die kriegst du auch, die spielt ja auch eine. Aber ist ja egal. Also wie gesagt, ein echt netter kleiner Film. Den ich wahrscheinlich in der Woche vergessen habe. Das ist in Ordnung. wenn wir einmal schon im Facebook drin sind, wie sieht's da aus für morgen, die Tipps? Sneak Nummer 993 ist der Tipp, immer Ärger mit den Kids. Oh, ich sehe gerade, ich bin der einzige Tipp hier. Ja. Ist das so treffend oder da gibt es bestimmt noch andere? Da gibt es bestimmt so im Dutzend billiger Teil 19 oder irgend sowas. oder irgendwie Craigs Tagebuch oder so. Läuft da nichts an? Ich muss nochmal gucken, dass da ein bisschen Auswahl reinkommt. Also ich habe Monsieur Claude 2 getippt, noch aus der Sneak quasi, während die Moderation noch quasi. Schön, dass du mir so zuhörst, wo ich nur was erzählst. Mich geschützt habe vor fliegenden Teilen, die andere Leute an den Kopf getroffen haben. So geht's, wenn man nicht hinguckt. Anzeige ist raus. Ja, das hat noch gefehlt. Ja, okay, mal sehen, vielleicht gibt es noch irgendwas anderes. Ich habe noch 2 Filme geschaut. Eine Rezensionsdisc, die wir bekommen haben, nennt sich Mortal Engines. Und das ist ein Film, da war ich eigentlich ein bisschen geil drauf, als der im Kino lief, obwohl der Trailer schon ein bisschen, aussah. Aber ich habe gedacht, okay, das ist so ein Film, der wirkt bestimmt im Kino richtig gut. Ich habe letzte Woche meiner Kollegin davon erzählt, dass ich die Rezensionsdisc habe und gucken muss. Da hat sie gesagt, oh, da habe ich das Buch gelesen und so. Und dann hat sie gemeint, oh, das Buch, das war voll langweilig, so auf den ersten Seiten, auf den ersten 120 Seiten. Dachte ich, was? Du liest 120 Seiten und liest da noch weiter? Aber okay. Jedenfalls hier, Mortal Engines, basiert auf einer sehr bekannten Buchreihe, wie ich dann gelernt habe. Und ist nicht der neue Film von Peter Jackson, wie ich irgendwie verortet hatte, sondern Peter Jackson wollte ihn eigentlich machen, hat aber dann die Regie abgegeben und hat ihn in Anführungszeichen nur produziert. Das Ganze ist aber auch in Neuseeland mit entstanden, Kulissen, also in den Drehorten, wo auch zum Beispiel Herr der Ringe und sowas gedreht wurde und die ganzen Effekte wurde von diesem Team gemacht, was man durchaus wiedererkennen kann, denn die Effekte sind nahezu perfekt. Die Hauptrollen spielen Christian Rivers, den ich nicht kannte, und Hera Hilmar, die ich auch nicht kannte.
Eine große Rolle spielt Hugo Weaving, den man erkennt, Agent Smith aus Matrix oder aus Herr der Ringe, da hat er auch mitgespielt, den Elbenkönig da. Und in diesem Film geht es darum, dass in der nicht allzu fernen Zukunft sind die Städte zerstört. Da gab es einen schlimmen Krieg, dass alle Städte irgendwie vom Erdboden weggefegt wurden. Und damit eben diese Städte nicht mehr so auf einer Stelle nur stehen und ein leichtes Ziel werden für Angriffe, hat man sich entschieden, die ganzen Städte beweglich zu bauen, quasi auf riesigen, wie so Panzerketten, habt ihr vielleicht im Trailer gesehen. Da werden halt die Städte obendrauf gebaut, die sich natürlich dann immer weiter und immer weiter entwickeln und gebaut werden. Und es gibt verschiedene Städte, verschieden große Städte, wie es jetzt auch verschieden große Städte gibt. Und wir sehen hier am Anfang London, wie sich London von der Insel herunter bewegt, quasi ein umgekehrter Brexit. Und diese Stadt bewegt sich auf dem europäischen Kontinent und wir sehen am Anfang eine Jagd, die sehr erinnert an irgendwie so eine Art Walfang, denn sie fangen dann eine kleinere Stadt ein, eine kleinere bayerische Stadt auch, die versucht zu fliehen. Und die größeren Städte fangen halt diese Städte, die kleineren Städte ein, um deren Ressourcen zu bekommen, die in den Städten vorhanden sind. Also die werden dann so reingezogen. Dann werden die Menschen, die in der Stadt sind, aufgeteilt. Die kriegen dann halt irgendwie Asyl oder sowas und müssen dann arbeiten in der anderen Stadt und sind erstmal in dem Kastensystem irgendwo ganz unten. Und die Ressourcen werden dann halt von der großen Stadt aufgebraucht und der Rest wird irgendwie geschreddert und fällt hinten raus. Und in dieser bayerischen Stadt, die da vereinnahmt wird, die hat kurz vorher jemanden aufgenommen, eine junge Dame. Und die wird aber, oder die ist eine Attentäterin, die will der Hugo Weaving spielt nicht direkt den Bürgermeister von dieser Stadt, sondern so eine Art Kapitän, wenn man es so nennen mag. Und mit dem hat sie noch eine Rechnung offen, was wir dann erfahren, warum, weshalb, wieso, erfährt man rückblenden. Und es gibt noch so einen jungen Mann in dieser Stadt, der sammelt alte Artefakte, die aus der Vorkriegszeit, so eine Art Museumswächter, der durchsucht halt dann den ganzen Müll und so weiter und bearbeitet es auf. Und die zwei lernen sich dann auch kennen. Und man hört hier schon so ein bisschen raus, was ich auch vorher nicht wusste, weil ich das Buch nicht kenne. Das Ganze basiert auf so einem Young Adult Roman. Das heißt, die beiden Kids, um die geht es dann hauptsächlich, wobei die aber im Film deutlich älter gemacht worden als im Buch sind. Im Buch sind sie wohl irgendwie 16 und 17 und im Film sind sie doch schon irgendwie Anfang 20 oder so. Aber selbst das, die Geschichte, die sich darum entspinnt, das ist schon sehr teilweise pubertär, würde ich es mal nennen. Und hat mich jetzt nicht so, war jetzt für mich unglaubwürdig, das Ganze. Aber gut, wer jetzt vielleicht jünger ist, der denkt vielleicht, ach, die große Liebe und so. Am Anfang ist immer schwierig und dann kommen alle zusammen und ja, auf jeden Fall hat diese Stadt London oder besser gesagt dieser Kapitän, gespielt von Hugo Weaving, versucht sich dann auch so eine Waffe heranzubauen. Und es gibt auch so einige wenige noch feste Städte, die sehr viele Ressourcen beinhalten und die wollen sie dann angreifen mal im Laufe des Films. Und die ist hinter so einer Art riesiger Staudamm, ist das so eine riesige Mauer, die bis jetzt für alle wie nennen die das, Traktionsstädte, also die sich bewegen, für alle Traktionsstädte bisher unüberwindbar war. Und ja, ich glaube, viel mehr will ich mal nicht verraten. Da gibt es noch ein paar Quersachen, dann kommen noch aus dieser Stadt raus und müssen sich da in diesem Ödland bewegen und versuchen da wieder zurückzukommen und alles Mögliche. Der Film ist sehr steampunkig, falls das was sagt. So, ja. Von der Art her, ja. Genau, also das fand ich sehr angenehm. Die Effekte sind nahezu perfekt. Also da siehst du selbst auf diesen steampunkigen Sachen, also da gibt es dann irgendwie so, das ist alles irgendwie mit Dampf und irgendwas und irgendwelche Elemente. Da siehst du wirklich die Verwitterung auf den Elementen, die wirklich teilweise nur so für eine Zehntelsekunde im Bild sind. Also du hast wirklich das Gefühl, das ist jetzt kein glatt gebügeltes Ding, was jetzt aus dem Computer entstanden ist, sondern teilweise ist es so, dass das, was wahrscheinlich echte Kulissen waren, sieht schlechter aus als das, was aus dem Computer kommt. Irgendwie sieht irgendwie künstlicher aus. Hat mir wirklich gut gefallen und so von den Effekten her. Aber die Story, die war für mich echt zu Young Adult mäßig. Da konnte ich jetzt nicht so richtig mitgehen. Auch so die Gefahr, die da drin war in dieser Geschichte, die dann
ja, die nun das große Drama darstellen soll, war für mich jetzt nicht so richtig greifbar, weil auch die Personen für mich so ein bisschen fremd geblieben sind. Das, was meine Kollegin gesagt hatte, wie das im Buch aufgebaut ist, ist hier im Film völlig anders. Denn im Gegensatz zu einer langsamen Exposition im Buch ist es so, hier im Film wird alles ratzfatz. Es wird irgendwie versucht, ganz, ganz schnell zu erklären, wer ist was und warum und weshalb und wo kommt der her und was machen die und wer ist wo und zack, zack, zack. Ich konnte es am Anfang überhaupt gar nicht richtig alles verarbeiten, weil das für mich so eine fremde Welt war, die da vorgestellt wurde. Und im Gegensatz zu Herr der Ringe, der sich auch zum Beispiel sehr viel Zeit nimmt, die Personen einzuführen, ist alles hier Knall auf Fall. Das, dann kriegst du noch schnell eine Rückblende, das, so und so. Und darum bewegen die sich. Und am Anfang gleich ein riesen spektakulärer Kampf zwischen London und dieser einen Stadt da. Ach, das konnte man alles gar nicht so richtig fassen. Und dann die Personen und dann passiert alles gleich so schnell und so viel. Da hätte für mich der Film besser dran getan, am Anfang ein bisschen mehr Ruhe walten zu lassen. Was ich jetzt im Nachhinein noch mir angelesen habe auf IMDb, der Film enthüllt hier schon in der Exposition diverse Dinge, die in den Büchern erst teilweise irgendwie im zweiten oder dritten Buch enthüllt wurden und die dort große Enthüllungen waren. Und das vervollständigt dann halt auch mein Bild, dass am Anfang halt wirklich einfach zu viel, der ist das und wow, guck mal, was der für einen Hintergrund hat. Und ja, und guck mal den und wow, guck mal, was der hat. Es war einfach zu viel. Und dann geht der Story ein bisschen die Luft aus, dann ist es eigentlich nur noch so Effektschlacht und das fand ich eigentlich auch okay von den Effekten her, aber es hat mich nicht so richtig mitgenommen. Hatte schöne Schauwerte, aber nee, also kein Vergleich jetzt mit irgendwie Herr der Ringe oder sowas, was ja auch nicht vom selben Regisseur ist, okay. Also ich finde, es klingt ganz interessant. Ja, ganz arg furchtbar. Kann man mal gucken. Also so Steampunk ist schon echt, echt cool gemacht. Die Darsteller sind gut, also Hugo Weaving und so. Aber so storymäßig, ja, also ich gebe dem Film auch irgendwie so 6 von 10. Also den werde ich jetzt nicht so schnell vergessen, weil da waren doch einige Bilder drin, die in Erinnerung bleiben. Und auch ein paar coole Ideen und so. Aber hat mich jetzt nicht umgehauen. Was habe ich denn hier geschrieben bei Letterboxd? Nichts geschrieben, okay. Also 6 von 10 von mir für Mortal Engines. Das heißt, ab 6 Punkten bleibt der Film bei dir in Erinnerung? Ja, zumindest wenn er über Mittelmaß steht. Ne? Okay. Wenn er drunter ist, wesentlich drunter, versuche ich ihn zu vergessen. Wenn er im Mittelmaß ist, dann verschwindet er sowieso, dann fadet er so nach und nach aus, weil dann kommen irgendwie bessere Sachen nach. Und wenn er irgendwie ein bisschen besser war, dann merke ich mir da schon was. Aber der war auch ein ziemlicher Flop, ne? Wenn ich jetzt hier gucke. Ich gucke mal bei Box Office Mojo, weil da hatte ich auch irgendwie geschaut. Weil ich hatte gedacht, boah, das war bestimmt wahnsinnig teuer, dieser Film. Der sieht sehr, sehr teuer aus durch die ganzen Effekte. Und hier sehe ich, der hat Produktionsbudget, also ohne Marketing und alles, hat er 100 Millionen gekostet. Und eingespielt hat er weltweit 83 Millionen. Das ist Flop. Ja. Also, wenn er selbst in den USA nur 15 Millionen eingespielt hat. Das ist schon krass. Also im Ausland 67 Millionen. Die haben aber Millionen. Auch nicht besonders viel Werbung dafür gemacht, habe ich das Gefühl gehabt. Wahrscheinlich haben sie schon gemerkt, dass er schlecht ist. Ich habe nicht wirklich viel davon mitbekommen. Wahrscheinlich haben sie gemerkt, dass er schlecht ist und haben gehofft auf eher so eine Art, ja, Kultfilm-Propaganda, so dass gesagt wird, oh, der ist cool, geh mal da rein oder so. Tja, als wenn sie so einen riesen Hype ankurbeln und dann gehen alle Leute rein und sagen, boah, war der Scheiße, und dann fällt er gleich in allen Wertungen durch. Ja, also naja. Bedingt empfehlenswert, würde ich sagen. Ebenso wie der folgende Film. Oh, machst du da 60 Sekunden Challenge? Muss ich mal überlegen. Aus dem Nichts kommt es. Kann ich machen, ja. Okay. Du hast kurz noch dich vorzubereiten. Ich stopp die Zeit. Ich glaube, ich krieg das so hin. Okay, du sagst, wenn es losgeht? Ich fange einfach an und dann drückst du, ne? Okay. Happy Death Day to You ist das Sequel zu Happy Death Day, wie man sich vielleicht daraus aus dem Titel herleiten mag. Die Hauptdarstellerin ist auch wieder mit am Start und es gibt jetzt noch den Typ, der im ersten Teil immer zur Tür reinguckt, den sie da rüde wegschickt. Um den dreht sich jetzt eigentlich der neue Film, denn der arbeitet in so einer Wissenschafts-AG und die bauen so eine Art Reaktor in der Schule, der das eigentlich alles ausgelöst hat. Und da kommen wir auch schon zum Problem des Films, denn er korrumpiert seinen Vorgängerfilm, was ich sehr, sehr scheiße finde, weil der war nämlich richtig gut.
und der bringt viel zu viel Drama rein. Die ganze Leichtigkeit des Originals ist nicht da. Das war's schon. Ja. Kann ich nur jemand grüßen? Das war um 35 Sekunden. Ja. Respekt. Ich bin sehr enttäuscht davon. Also, das finde ich sehr schade, weil ich weiß, dass du dich sehr darauf gefreut hattest. Ja, ich mag ja den ersten. Der läuft jetzt immer mal auf Sky, auf einen von diesen Sky Action oder Hits oder irgend sowas. Da habe ich den auch schon wieder ein paar Mal geguckt. Ich mag den total. Ich mag diese unverkrampfte Art, weil die wirkt irgendwie so, als wäre sie gar nicht so richtig Schauspielerin und würde nur gefilmt werden irgendwie, wie sie gerade diese Scheiße durchmacht. Und auch die Szene aus dem Trailer, die ist nicht da. Die, wo sie nackig Fallschirm springt. Also die ist gar nicht dabei. Die ist gar nicht dabei, wo sie dann sagt, ach scheiß drauf, jetzt kann ich ja wieder alles machen. Das ist überhaupt nicht dabei. Ich weiß auch nicht. Also nee, das war mir zu viel Drama da. Weil, und macht den ersten Teil kaputt. Schade. Das ist aber schade. Schade, ja. Wobei ich will jetzt nicht sagen, ich hab's ja gesagt, aber ich glaube, ich habe im Vorfeld mal erwähnt, so, das sieht eigentlich aus wie das erste Mal. Ich weiß nicht, ob es nochmal so funktioniert, aber was weiß ich schon. Nee, es ist nicht wie der erste Film. Jetzt, Vorsicht. okay. Sondern da werden halt hier mit den Zeitschleifen, wird halt hier noch einiges anderes ausgelöst, dass sie in so einer Art anderen Dimension ist und dort dieselben Tag nochmal durchlebt. Und da ist aber ja alles ganz anders, weil da treffen nicht dieselben Sachen immer ein an demselben Punkt, wie sie es schon kennt. Also das ist so ein kleiner Kniff, den sie noch machen wollen. Uns geht halt nicht um sie, sondern hauptsächlich um diesen anderen Typen, der das ausgelöst hat. Und ja, nee, das war mir irgendwie nix. Also da gebe ich nur 4 Punkte. Ui, das war echt schade. Ja, ne, wäre es so vergeigt. Also nachdem sie es so vorgelegt haben, ja. Gut, dann schauen wir mal, vielleicht läuft ja was Besseres jetzt an. Kinocharts und Neustarts. Womit fangen wir an? Mit den Charts, ja? Ja. Oh, das kommt immer so überraschend. Das ist jemand nicht vorbereitet. Ich mach die 10. Iron Sky. Ja, mach die 10. Iron Sky, The Coming Race, habe ich mit gecrowdfundet. Jetzt geht da alle rein. Da seht ihr meinen Namen im Abspann. Schaut euch das alle an, bis zum Schluss sitzen bleiben. Irgendwo stehe ich. Platz 9 ist Wir, der neue Horror-Thriller. Vom Get-Out-Regisseur. Vom Get-Out-Regisseur. Soll wesentlich besser sein als Get-Out, habe ich gehört. Ja, aber also der Trailer ist schon echt übel. Peinlich. Nein. Oh. Ah ja. Platz 8, Ostwind 4, Aris Ankunft. Platz 7, Misfit. Platz 6, der Oscar-Gewinner Green Book, eine besondere Freundschaft. Platz 5, Drachenzähmen leicht gemacht 3, die geheime Welt. Platz 4, Rocco Siffredi verändert die Welt. Die heißt Rocker und nicht Rocco. Platz 3, die Goldfische. Der soll sehr gut sein, habe ich auch gehört. Ja. Platz 2, Asterix und das Geheimnis des Zaubertrankes. Und will immer noch Platz 1, Captain Marvel. Ja. Jo, dann, was läuft neu an? Filmstarts. 28.03. haben wir Dumbo. Tim Burton lässt den Disney-Klassiker über den fliegenden Elefanten in einer Realverfilmung mit Colin Farrell, Eva Green und Danny DeVito wieder aufleben. Ich möchte ganz kurz da noch erwähnen, das habe ich letztens gelesen, weil sich ja so viele gewundert haben, hey, warum kommen jetzt die ganzen Disney-Sachen und blablablub. Ich glaube, keine Garantie, aber ich glaube, Walt Disney hat in seinem Vermächtnis reingeschrieben, dass alle 10 oder alle 20 Jahre Neuauflagen der Filme kommen sollen von den ganzen Klassikern, damit jede Generation davon was hat. Dass jede Generation einen eigenen hat. Deswegen machen die das. Ja. Und wo ist der Schneewittchen und Sieben Zwerge Film? Ja, wart's mal ab. Ist das der Otto-Film oder was? Ja, genau. Der läuft auch in Innenstadtkinos, weil du nur einmal lebst. Die Toten Hosen auf Tour. Da hat die Regisseurin Cordula Kaplitz-Post die Toten Hosen auf ihre Laune der Natur begleitet und fängt die Konzerte sowie private Eindrücke hinter der Kulisse ein. Ja. Ah, den kennen wir. Die Toten Hosen auf Tour. Ein Gauner und Gentleman läuft an, haben wir ausgiebig darüber gesprochen, muss man nichts weiter sagen. Als ich klein war, habe ich mich mal über den Namen kaputt gelacht. Die Toten Hosen.
Ja. Als ich das irgendwie zum ersten Mal gehört habe, es war für mich so suspekt, dieser Name, wie eine Hose tot sein kann. Also da war mir dieser Ausdruck tote Hose für nichts los, war mir da irgendwie nicht geläufig da. Ja, Prinzessin Emmy, ein Zeichentrickfilm zur Zeitschrift für junge Mädchen. Da muss die Prinzessin Emmy eine schwere Prüfung bestehen, um weiterhin mit ihren Pferden sprechen zu können. Prinzessin und Pferde in einem Film, das ist doch der Kinohit auf dem Reißbrett. Ja, läuft. Wenn es jetzt noch Prinzessin Barbie wäre, dann egal. Dann kommt ein Film, auf den ich mich wirklich, der mich wirklich auch interessiert. Willkommen in Marvin. Und zwar Forrest Gump-Regisseur Robert Zemeckis verfilmt die wahre Geschichte des Künstlers Mark Hoogencamp, der ein Puppendorf baut, um ein Trauma zu verarbeiten. Mit Steve Carell, Merritt Weaver, Leslie Mann. Der wird mich wirklich interessieren, weil da fand ich den Trailer schon echt cool. Die Geschichte dazu interessiert mich auch wirklich. Und ja, das ist sowas. Und halt Robert Zemeckis, ich meine. Warum der mit Forrest Gump immer assoziiert wird? Ja, also zurück in die Zukunft, Regisseur Robert Zemeckis. Ja, zurück in die Zukunft. Ne? Und Real Steel und Real Steel? Verschollen. Castaway hat er auch gemacht. Das ist schon krass. Real Steel? Real Steel. Ist von ihm gewesen. Hat er nicht nur produziert? Ist egal. Lass mich mal fact-checken hier. Immer ist hier. Egal. Nee, Sean Levy hat das gemacht. Ja, Sean Trotzdem Levy. Ist er mit drin. Okay. Jetzt bin ich gerade auf einem anderen Tab hier. So, hier sind wir. Ja. Nee, das ist eine Doku, die läuft nicht. Beachbum. Oh Gott, gut, dass der bei uns in der Sneak vorbeigegangen ist. Kifferkomödie vom Spring Breakers Regisseur Harmony Korine. Da spielt Matthew McConaughey einen verstrahlten Autor, der nach seinen eigenen Regeln lebt. Da sind zwar coole Leute dabei, also Isla Fisher, Snoop Dogg und so weiter, aber der Trailer sah schon so scheiße aus und ich hasse Spring Breakers. Furchtbarer Film. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an Pineapple Express. Und nee, glaube ich nicht, weil den mag ich. Ja, ich wollte gerade sagen, aber Pineapple Express war halt richtig cool. Dann läuft an Tito, der Professor und die Aliens. Regisseurin Paola Randi erzählt die liebevolle Geschichte des jungen Tito, der nach dem Tod seines Vaters bei seinem Wissenschaftleronkel in Nevada unterkommt. Tito, war das nicht irgend so ein Diktator oder so? Tito in Tarantula. Naja gut, das waren die Filmstarts für diese Woche. Da war auf jeden Fall was dabei. Und wenn da nichts dabei war, dann auf jeden Fall in den Charts, die noch zurzeit im Kino laufen. Du hast meinen Favoriten nicht vorgelesen. Ach so? Der kommt auf der zweiten Seite. Wollte ich dir überlassen. Ali, The Goat and Ibrahim. So, Sodomie-Witze incoming. Nein? Okay. Nein. Eieiei, Kinders. Scharf lügt. Falls jemand den Witz kennt. Ja. Moment, wir hatten einen Kommentar. Also, jetzt gebe ich mal hier den Einspieler, weil wir haben heute irgendwie keine Trailer. Ihr habt auch nichts rein. Ja, wir haben Serien. Briefkasten. Serien. Serien. Ich habe M zu Ende geguckt. Und? War gut? M, ja. Sehr gut. Okay. Mit Udo Kier auch, der bei Iron Sky mitspielt, in den ihr alle reingehen müsst. Ja, nur um deinen Namen zu lesen. Ja. Oder auf die Comic-Con, da könnte auch jemand sehen von uns. Ja. Love, Death and Robots zu Ende geguckt. Ah. Und es hat tatsächlich für mich den Drive behalten in jeder Folge, weil einfach alles so komplett schräg anders ist und sehr, sehr coole Geschichten da einfach gab, die auch sehr, sehr cool und sehr kurz erzählt wurden. Und deswegen, das kann ich jedem echt nur empfehlen, da reinzuschauen. Habe ich direkt als nächstes vor, ja. Das ist wirklich abgefahren. Also es gibt, klar, es ist immer so immer mal wieder so eine Folge dabei, wo, das war jetzt mein Empfinden, die fand ich jetzt nicht so geil, aber es war jetzt keine, wo ich sage, die würde ich jetzt überspringen, weil ich sie blöd finde. Ja? Sind so ein, zwei Storys sind total hängen geblieben, die finde ich total cool. Und es ist halt charmant, dass es immer nur so 10 Minuten, Viertelstunde ist. Ja? Und es ist wirklich nur so ein Sneak Peek in so eine Welt. Und dann wirst du halt wieder, dann verlässt sie halt wieder diese Welt. Das ist so cool und auch die Art und Weise, irgendwie alle sind anders gemacht. Dann sind mal Schauspieler dabei, dann ist wieder alles komplett animiert. Dann hast du ja so zeichentrickartig, dann ist so ein bisschen, ich kann es gar nicht genau beschreiben. Ich fand es einfach nur mal richtig cool. Es war mal was richtig anderes.
Ist quasi so wie Animatrix, falls das noch jemand kennt. Ja, ja, nein. Aber krasser halt. Ja. Da gab es ja halt auch so verschiedene Sachen. Nee, habe ich auf jeden Fall als nächstes vorzugucken. Und ja, das sieht ganz cool aus. Ja. Wollte ich ja eh schon irgendwie. Aber ich muss erstmal, ich versuche jetzt erstmal das, was ich gucken will, immer abzuschließen, damit ich mich nicht irgendwie verzettel. Dann fehlt mir da noch irgendwie 2 Folgen und da noch 3 und ich weiß schon gar nicht mehr, was wo war. Das so. Aber du, das Love, Death and Robots, das geht so schnell. Dadurch, dass ja jede Episode maximal 10 Viertelstunde geht und es 18 Episoden sind, das geht so ratzfatz. Habt ihr bei M schon mal reinguckt? M, eine Stadt sucht den Mörder? Nee, ja. Noch nicht. Da. Also schon ziemlich krass. Also die letzte Folge ist dann sehr irgendwie theatralisch. Das wirkt so, als hätten sie fast den Schlussdialog aus dem, oder die Schlussszene aus dem Film, aus dem alten Film aus den 30er Jahren nochmal irgendwie neu aufgenommen. Weil auch so von der Art her, wie gesprochen wird. Aber zu welcher Zeit spielt es? Das spielt jetzt. Ah, jetzt, okay. Ja, also ist halt eine österreichische Produktion. Deswegen, also RTL hat sich ja die Rechte gesichert, über RTL Now kann man das gucken. Kann man sich ja einen Account klicken und dann kann man das gucken. Und gibt es auch so einen kostenlosen Account, das schafft man dann eigentlich, die Serie durchzugucken. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, so von der ganzen Thematik her wäre das, da ist ja auch das ganze Thema mit Ausländer und Ausländerhass und so, wäre wahrscheinlich auch ein bisschen zu deftig gewesen, das in Deutschland zu produzieren. Da hätte es wieder sehr viel Gegenwind aus diversen Richtungen gegeben. Und da in Österreich, da gibt es ja auch so einen Innenminister, der ziemlich tough ist und so. Das passt halt ganz gut für den Film, für das Setting. Und es sind aber einige deutsche Darsteller dabei, also Moritz Bleibtreu, Udo Kier und so. Das ist schon echt cool gemacht. Also richtig gut gespielt und irgendwie sowas völlig anderes. Also so vom filmischen Gesichtspunkt her. Ist irgendwie so nichts, wahrscheinlich so wie nicht so wie Love, Sex and Robots hier, nee, Love, Death and Robots, was ja auch irgendwie was völlig anderes ist, visuell gesehen. Hier ist es halt, ja, es ist halt keine typische Crime-Serie, sondern da werden halt manchmal so die Kontraste runtergezogen, dann werden nur die roten Anteile irgendwie total betont, wie in dem Trailer von Endgame oder so, ne, fast so bei manchen Szenen und ja, dann total skurrile Figuren dabei, so eine Mischung aus so theatralischen Acting und normalen Fernsehspiel. Das ist schon irgendwie cool. Hat mir gefallen. Ja, aber wir sind ja eigentlich hier, habe eigentlich schon den Briefkastentrenner gestartet hier. Entschuldigung. Weil stand ja nichts drin hier bei Serien. Was? Ach doch, hier unten. Ah, was? Okay. Warum sind die Serien jetzt eigentlich so weit unten? Ach so. Ja. Weil die meisten hinten runterfallen. Deswegen. So. Na gut, dann haben wir das ja schon abgehandelt, dann machen wir trotzdem weiter mit den Kommentaren, denn es gab da ein bisschen, ja, also genauso wie Hereditary hier bei uns in der Sendung auf geteilte Meinung gestoßen ist, es ist offensichtlich auch in den Kommentaren und den Hörern auf geteilte Meinung gestoßen. Der Thomas, der vertritt eher eure Position. Er sagt nämlich, Hereditary hatte ihn anfangs, er begann stark und ich war sehr begeistert. In der Mitte zog er sich dann ein bisschen, aber die Geschichte schien irgendwo hinzulaufen. Die ersten 1,5 Stunden waren okay und dann bam, ein ganz ernstes What the fuck. 2 von 10 Punkten. Also stimmt da mit ihm überein. Allerdings gibt es noch ein paar, die mir beipflichten. Also bis gestern war es nur der Kürschat. Der hat geschrieben, Hereditary war für ihn, als auch für seine Freundin, der beste Kinofilm 2018. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ist schon mal gesehen. Ist schon mal interessant, das zu hören. Die ganze Zeit saßen wir angespannt da, der Film hat uns wirklich Angst gemacht. Ich weiß nicht, ob ich den nochmal sehen will, im positiven Sinne. Das Ende war nicht so gut, schmälert den Gesamteindruck aber kaum. Von ihm gibt es starke 8,5 von 10, von seiner Freundin 10 von 10 Punkte. Und da kam gestern dann noch, nee, heute war das der Kommentar von Martin. Schöne Grüße. Auch für ihn ist Hereditary einer der besten 2018er Filme. Dafür war er sogar 2-mal im Kino. Martin, du arbeitest da. Also das war ja wohl nix, oder? Ich habe mich da mal mit reingesetzt. Och ja. In andere Filme war ich 10-mal drin, aber in den habe ich 2-mal mit reingesetzt. Bei seiner zweiten Sichtung konnte er noch einiges entdecken, was sich ihm dann erschlossen hat.
Also, ihr müsst den nochmal gucken. Komm, hör euch da raus. nein. Er kann ihn sehr empfehlen, diesen nochmal zu sehen. Ja. Allein durch das ständige, unheilvolle Vibrieren während einiger Szenen brachte schon einige Atmosphäre mit sich. Na gut, ich habe ihn zu Hause hier geguckt, da habe ich jetzt nicht so viel. Ich habe hier unten in meinem Arbeitszimmer, wo auch ein Fernseher hängt, da habe ich jetzt nicht so ein Soundsystem, das habe ich oben im Großen. Da habe ich jetzt dieses Vibrieren nicht so gemerkt. Also ich muss den nicht nochmal sehen. Habt ihr ein Vibrieren gemerkt? Nein. Also ich finde es schön, dass andere den Film so feiern. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das ist ein bisschen wie die Debatte um Get Out. Get Out war auch, die einen haben ihn gemocht, die anderen haben ihn gehasst und es gab niemanden dazwischen. Und das ist okay. Das ist okay bei so großen und so kontroversen Horrorfilmen. Das finde ich okay. Der Regisseur von Get Out, Jordan Peele, der hat ja im Interview gesagt, ihn hat es ein bisschen genervt, dass immer gefragt worden ist, ja, ist Get Out jetzt eigentlich da ein Horrorfilm oder ist das so gedacht oder ist das eher so ein Rassenkritik-Ding hier oder so oder was ist das? Und da hat er sich gesagt, okay, wenn ich jetzt nochmal einen Film mache, also er wollte es eigentlich als Horrorfilm verstanden wissen, hat gesagt, okay, wenn ich jetzt nochmal einen Film mache, mein nächster Film, da werden alle merken, dass es ein Horrorfilm ist und das ist jetzt ja der neue. Wir. Den hätte ich echt gerne gesehen, in der Sneak vielleicht sogar. Ach, ich weiß nicht. Doch, Sneaken-Horrorfilm ist immer so ein bisschen. Ey, wir haben die letzten Horrorfilme, die wir in der Sneak hatten, die waren einfach scheiße. Das muss man sagen. Da muss mal wieder ein guter kommen. Ja, hilft doch nichts. Ja, aber ich glaube, ich gucke ja gerne Horrorfilme. Aber ich glaube, der Trailer macht mir schon Angst. Ja, dann ist doch gut. Vielleicht ist ja der Trailer gar nicht. Das letzte Mal hat es Insidious geschafft. Vielleicht ist der Trailer ja gar nicht so. Vielleicht ist ja der Film selbst. Ach ja, wer weiß. Okay, dann werfen wir einen Blick rein. Ich habe es gerade die Seite offen, was bei Amazon bestellt worden ist. Denn viele Hörer unterstützen uns auch wieder durch Amazon-Einkäufe, indem sie vorher bei uns den Button klicken auf der Seite. Da kommt dann so ein bisschen Kohle zusammen für die Serverkosten und das Hosting und die Nachbearbeitung hier vom Audio und so weiter. Da hat zum Beispiel jemand bestellt, passend zu dem Film, den wir vorhin hatten, nämlich Forrest Gump, die Blu-ray. Ja. Ist aber, wenn ich es richtig, ja, ist ganz normal, weil ich warte immer drauf, dass irgendjemand so richtig schöne. Obwohl, warte mal, Special Features, was ist denn da drauf? Audiokommentar mit Robert Zemeckis, Steve Starkey und Rick Carter. Audiokommentar, musikalischer Wegweiser, ja. Ah, ich weiß nicht, ich hätte gerne mal so ein richtig schönes. Ich habe mal so ein Making-of irgendwo gesehen, so ein richtig langes war das. So Making Forrest Gump oder so. Das hätte ich gerne mal auf irgendeiner DVD oder Blu-ray. Dann hat noch jemand bestellt Robocop Blu-ray. Mal gucken, ob das die ist, die ich auch habe. Ach, das ist der neue. Nee, die habe ich nicht. Ich habe den alten. Habe ich hier in der Special. Seagate Expansion Portable 4 Terabyte externe Festplatte. Dann eine Blu-ray Avengers Infinity War. Ah, will sich jemand nochmal informieren. Ah, ihr habt den ja auch nochmal geguckt, ne? Ja. Irgendwelche neuen Erkenntnisse gewonnen? Ich hab von ersten Iron Man bis zum zweiten Tor gerade in den letzten 3 Tagen alle angeguckt. Okay. Weil die gibt's alle auf Netflix. Auf Sky kam jetzt auch gerade Tor Ragnarok. Ja, nee, Ragnarok habe ich noch nicht gesehen. Ich habe den zweiten Tor erst gesehen. Achso, den Ragnarok. Und ich gehe chronologisch vor, also nach der Reihenfolge, wie man es angucken müsste, damit alles stimmig ist. Also wie es in der Timeline passt. Da musst du aber die jeweiligen Outtakes oder die Post-Credit-Szenen immer rausnehmen, weil die haben ja wieder noch, sind ja anders eingeordnet meistens. Ja, nicht immer. Nicht immer. Okay, hier hat noch jemand bestellt. Peppermint, Angel of Vengeance, den hatten wir auch in der Sneak Preview gehabt, für gut befunden. Aber was mir gerade einfällt hier, Infinity War. Chris, hast du den Link schon angeguckt, den ich dir geschickt habe? Von Filmstarts war das, glaube ich. Thema Captain Marvel und das Mädchen. Ja. Ja. Ich habe es auch gesehen. Ich hab's auch gelesen. Ja, nur das, ja. Also wer Captain Marvel gesehen hat, man soll wohl auf das junge Mädchen achten. Denn dadurch, dass ja der aktuelle Endgame einige Jahre später spielt, könnte es sein, dass wir das Mädchen nochmal wiedersehen. Nur mal so als Tipp. Ich hoffe, das war halbwegs spoilerfrei. Ja, doch. Das war halbwegs so ist es ja auch. Mehr steht, zusammengefasst. Bei Filmstart steht viel mehr und da ist keine Warnung. Ja. Was ist denn das? 41 Rückkehr aus dem Totenland. Was ist denn das? Ach, ein Hörspiel? Ist das John Sinclair oder? Weiß nicht. Steht nichts da.
Scheint aber aus irgendeiner Reihe zu sein, wenn das... Ach, hier, Point Witmark. Kennt das jemand? Point Witmark? Nö. Okay. Geheimtipp. Ein externes DVD-Laufwerk, USB 3.0. Quicklay, der Australier mit Alan Rickman cool. und Tom Selleck. Ich erinnere mich. Ja, der war lustig. Kann mich auch erinnern. Der fand ich lustig, ja. Ich glaube, den kenne ich gar nicht. Ewig her. Eine Blu-ray-Upgrade? Weder Mensch noch Maschine. Von den Produzenten. Oh, das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn da steht von den Produzenten von. Hier steht da von den Produzenten von Get Out, Happy Death Day und The Purge. Ah, das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn auf so einer DVD oder wenn ein Film damit beworben wird, dass der Produzent irgendwie was produziert hat, was halbwegs gut ist. Wie ist denn der hier die Bewertung? Oh, hat aber gute Wertung. 25 Rezensionen, 4,5 von 5 Sternen. Kennt das jemand von euch? The Upgrade. Weder Mensch noch Maschine. Nachdem seine Frau bei einem brutalen Überfall getötet und er selbst querschnittsgelähmt zurückgelassen wurde, hey, so fangen Superheldengeschichten an, wird Gray Trace von einem schwerreichen Erfinder kontaktiert. Ah, Superheldengeschichte, sag ich doch. Dieser bietet ihm eine experimentelle Handlung, aha, wir sind immer noch auf dem Superheld, die einem Upgrade gleichkommt. Durch ein auf künstliche Intelligenz basierendes Implantat erhält Gray ungeahnte Kräfte und Fähigkeiten, die es ihm ermöglichen, unerbittlich Rache an denen zu üben, die seine Frau ermordet und ihn dem Tod überlassen haben. Der Sci-Fi-Thriller Upgrade ist eine actiongeladene, schonungslose Zukunftsvision des Produzenten von Get Out und The Purge in Zusammenarbeit mit dem Macher von Saw und Insidious. Mensch, viel Name-Dropping hier. Aber hat gute Wertung hier. Selten war Zukunft so greifbar wie hier. Ein Fest der Ideen, geniale Action trotz Low-Budget. Cool. Muss ich mir mal irgendwie vormerken. Upgrade. Das Risiko ist mir zu hoch, dass ich jetzt 12,99 € für die Blu-ray ausgebe. Aber die Wertungen sind ganz okay. Vielleicht gucke ich mir vorher nochmal einen Trailer an. Ich lasse mal den Tab hier offen. Ja, das war's auch schon mit den Amazon-Einkäufen diese Woche. Vielen Dank an alle, die damit den Kinocast unterstützt haben. Was wir auch mal wieder bräuchten, nur mal so als Hinweis, bei Danke für eure Unterstützung gibt es die Möglichkeit, Auphonic-Guthaben zu spenden, denn das ist nämlich jetzt seit 2 Monaten aufgebraucht. Das habe ich jetzt schon selber immer wieder aufgefüllt, damit das hier alles passt, so vom Klang her, den Klang alles zusammenmischen, damit alles schön laut genug ist und keine Störgeräusche und so. Dann könnt ihr gerne dort was spenden. Und wenn ihr da euren Namen mit angebt, dann werden wir euch auch erwähnen natürlich. Okay, dann sind wir soweit durch, denke ich. Ja, oder? Mhm. Habe ich noch irgendeine Serie vergessen? Gucken wir. Dann sehen wir uns morgen in der Sneak Preview wieder. Liebe Hörer, schreibt fleißig Kommentare. Bewertet uns auf allen Portalen, wo man uns bewerten kann. Doch, du hast was vergessen. Du hast vorhin am Anfang was angeteasert wegen der Comic-Con. Ja, das lassen wir offen. Geht einfach, das ist ja gemein. Geht einfach auf die Comic-Con, dann werdet ihr jemanden sehen. Das wollen wir doch nicht verraten, oder? Du vorhin hast angeteasert. Ja, dann verraten wir es in der nächsten Folge. Teasern wir noch weiter. Cliffhanger. Cliffhanger. Oh. Comic-Con Stuttgart. Holt euch schon mal Karten. Ist ja bald, oder? Wann ist die? Letztes Juni-Wochenende. So, jetzt wisst ihr schon mal, wer hier sattelfest ist, was den Termin angeht. Jetzt könnt ihr mal raten. Jo. Vielleicht ist es auch nur ein Ablenkungsmanöver. Vielleicht. Ja. Tada! Jetzt schon spannender als Hereditary. Also. Na, niemals. Aber auf jeden Fall spannender als ein Gauner und Gentleman. Ja, definitiv. Okay, dann bis nächste Woche. Vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Tschüss. Gerne. Ciao. Bis dann. Ciao. Bis bald im Kinocast.